Ja, moin Freunde, DirectX ist wieder am Start mit einer neuen Folge Let's Play Kane. Ja, zuletzt hatten wir hier aus der fleischigen Kreatur dicke, milchige Roséflüssigkeit abgepumpt. Wenn ihr wissen wollt, wie, dann schaltet nochmal in die letzte Folge. Ansonsten wisst ihr gar nicht, worum es geht. Am besten von Anfang an gucken, ist ganz, ganz cool, das Game, muss ich ja mal so sagen. So, wir hatten aber in der letzten Folge genau hier noch diesen Madenbehälter. Oder, ja, können wir als Madenbehälter nutzen. Hatten wir hier an Start gebracht. Und ja, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier so eine Made extrahieren können. Ich bin mir noch nicht sicher, wofür wir die brauchen werden, aber wird wohl sehr nützlich sein. Wir hatten ja mehrere Hinweise darauf. Ich muss die Hinweise nochmal zusammensuchen. Ich hoffe, ich kann mich erinnern. Jetzt wird mir auch so ein bisschen einiges klar, aber ja, ich hoffe, ich bin da richtig mit meiner Vermutung. Ich gucke nochmal kurz ins Inventar. Genau, Brutkanister haben wir. Das Zeug haben wir. Können wir das eigentlich benutzen? Ja, sicher. Das lockt wahrscheinlich dann die Maden in den Kanister. So, wir gucken aber mal. Irgendwie habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen hier verlaufen. Ah, voll der coole Effekt, wenn man hier durchs Hologramm läuft. Geburtslabor-Nexus. Ich glaube, hier war das sogar. Boah, ich... Wenn ich das hier sehe und das Vieh hier rumläuft, ist das nicht gut für uns. So, hier war das mit den Maden. So they use these little guys to control Samantha. And the gas they give off when they touch dead tissue calms her. I need to catch one. Richtig. Okay. Die sind aber nicht guter Dinge gerade. Ich hoffe, ich mache da nichts falsch und werde hier von dem Maden zerlegt oder so. Hibernation in progress. Ah, Madenwinterschlaf. Stimmt, die Atmosphäre stimmt nicht etc. Da müssen wir nochmal gucken hier. So, mit einem Eindämmungs... Caligula zeigt enorme Aggressivität. Hä? Feuchtigkeit im Habitat von 84 RH herabgesetzt, um den... Ah, okay. Muss ich mir mal eben notieren. Da wurde anscheinend der Wert verändert. Und dadurch sind die in Winterschlaf gefallen. Habe ich jetzt mal eben notiert. Wir wollen ja natürlich wecken. Ja, den Code brauchen wir nicht mehr. Okay. So, ach, jetzt checke ich das. Wir müssen, jetzt weiß ich, oben ist auch eine Temperaturanzeige. Da, wo die Leiche hing, an dem Kruzifix. Okay, wir müssen uns so ein paar Sachen besorgen. Ich hatte auch, wenn ich mich nicht täusche, was gelesen. So, da müssen wir jetzt mal schnell hin. Ich glaube, das war sogar hier. Da gab es doch so einen Log-Eintrag. Da ging es auch um Maden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Muss mal schauen, ob ich das PDA hier... Ja, hier war es, glaube ich. War es hier? Ansonsten müssen wir das noch suchen. Nee, das war das Falsche.
Nee, wir müssen noch mal zurück auf einer anderen Ebene. Wo war das denn noch mal? Gehirnlabor oder so? Ah, schwierig gerade. Ich habe da schon so einen Plan. Das könnte sogar passen. Ja, DirectX hat einen Plan, so. Der immer so kombiniert hier. War das im Druckerraum? Boah, ich bin gerade voll fertig. Crew-Einrichtung. Nee, ich glaube, das war hier in dem Druckerraum. Da hatte ich doch so ein PDA von der einen Uschi gelesen. Da stand da auch irgendwas mit, welche Made irgendwie die richtige ist, glaube ich, die zu den Versuchen hier benutzt wurde. Meine ich zumindest. Ja, ich glaube sogar, dass das hier war. Ah, waren die Logbucheinträge doch nicht die verkehrtesten? Obwohl ich den überflogen habe, habe ich doch ein bisschen was lesen können. War das das hier? Ansonsten müssen wir mal alle durchgehen. Ja, genau, das war die hier mit der Gesichtsverzerrung durch Schlaganfall. Die hatte doch da was noch geschrieben. War das hier der Eintrag? Nee. Da, während ist mir unsere zwei Maden aus dem Habitat verschwunden sind. Okay, wir sind auf dem richtigen Wege. Hoffe ich. Da war mit. Okay. Da hier. Nee. Da bin ich jetzt durch. Hatte doch hier irgendwas von der gelesen. Da war doch irgendein Hinweis hier auf eine bestimmte Male. Juni, 18. Juni. Da. Hier, Temperatur. Da sind wir doch richtig, glaube ich, hier. Samantha war die ganze letzte Woche etwa, sie sagt mir nicht, was los ist, aber ich glaube, dass das etwas mit der Temperatur im Labor zu tun hat. Danny Boland hat neue Wartungsrichtlinien für die atmosphärische Steuereinheit durchgesetzt, die angeblich Temperaturschwankungen im Lebensmittellager verhindern sollen. Welche wohl der Grund für die. Oh, ich glaube, das ist doch nicht richtig. Bei Temperaturen, die jetzt unter den sonst üblichen 95 Grad gehalten werden, sind die Maden von Samantha ziemlich schläfrig und mürrisch. Also üblich ist 95, 84 Luftfeuchtigkeit, 95 Grad. Okay, ja, würde ich sagen, mal notieren. Okay. Gut. So, dann schauen wir mal. Ach, in dem Raum mit dem. Genau, da haben wir doch so ein. Ach, ich bin auch ein bisschen durch. Da war doch der Typ mit den zerfetzten Beinen. An dem Terminal hatten wir doch so ein. Über die ganze Station hier so eine Übersicht. Und an dem Temperaturding mussten wir ja so bestimmte Werte, glaube ich, eingeben. Ich muss einfach mal gucken. Kerngenerationsprozess, Kaintech wurde. Ach du Scheiße.
Ja, ich hab einen Plan. Ne? Mal gucken, ob das so funktioniert. Bitte äußerste Vorsicht walten lassen. Hier war doch was am Terminal. So, Passage A, Passage B, Labor A, Labor B, C, Labor E. Labor E. Crew Habitat. Crew Maden Habitat. Da. ID 668 at 1,2. Ja, da ist er runtergesetzt hier. Da müssen wir wieder auf Normalwert bringen, glaube ich, damit die sich wohlfühlen. Okay, ID 668 at 1,29. Ich glaube, das ist. Ja, weiß nicht, ob das wichtig ist. Ich schreibe es mir mal eben auf. Und ja, dann werden wir mal nach oben gehen. Ich glaube, da können wir dann die Regelungen, das hatten wir ja alles freigeschaltet. Wo war das nochmal? Genau, hier. Da können wir dann die Temperatur für die einzelnen Habitate einstellen. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, weil ich mir da so zurecht lege. Und dann können wir wahrscheinlich so eine Made dort extrahieren. Und vielleicht müssen wir die Made dem Viech da einsetzen. Hier, genau, hier haben wir die Atmosphärensteuerung für die einzelnen Habitate. Ein aktives PDT erforderlich. Das haben wir doch hier. Hier haben wir doch eins. Das müsste doch funktionieren, oder? Ja, perfekt. So, Zonen-ID. Wir wollen die Maden. 606, nee, 668 war die ID. Da haben wir sie doch. Zonen-ID 668, Luftfilter normal, Modus Lüfter, Heizung, Auto. Ja, hier. Temperatur 43, 95 ist gefragt. Wie wir gerade dem Experimente-Log entnehmen konnten. Und 44 Luftfeuchtigkeit, da hatten wir 84 herausgefunden. Aber wir probieren das jetzt einfach aus. Wäre richtig geil, wenn ich das jetzt richtig kombiniert habe. 84, ja, 84 ist richtig. Und hier müssen wir auf 95 gehen. Leider bei Drücken geht es nicht höher. Wir müssen das hier einzeln hochklicken. So, 93, 94, 95. Ja, perfekt. Achtung, erhöhte Aktivität im Madenhabitat. Okay, hat funktioniert. Wie ich darauf gekommen bin, hier war ja diese Skizze mit den Viechern. Deswegen dachte ich mir schon so, dass das irgendwie zusammenhängt mit. Ja, mit dieser Geschichte hier, mit den Maden. Ich hatte mich schon immer gewundert, warum da so Skizzen, bei den meisten Terminals The hängen ja jetzt so last thing I Skizzen. said to my son was to get out there and Da carve habe his ich own mich name into the erschrocken. world and stop relying on mine. Did you mean it? Sometimes kids know that their parents say things they don't mean. My mom? The last thing she said to me was that I was the reason she was alone. That I sapped the life out of her from the moment I came into existence. You know that's not true. A small part of me knows that. A bigger part doesn't. Ah, okay, thermomagnetische Sicherung, aber ja, brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Ja, ey. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich komme ich dann oben ja, durch eine der Türen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen eigentlich hier auch durch den Aufzug. Aber das Vieh ist noch unterwegs. Ich habe keine Ahnung. War das jetzt im Geburtslabor? Ja, ich denke schon. Ja, Geburtslabor, da ist das ja mit den Maden.
Da müssen wir eine kriegen. Vielleicht müssen wir auch eine Probe hier noch mit rauskriegen. Ich habe keine Ahnung. Damit uns einer glaubt, was hier Sache ist. So à la Alien. Da wollen sie auch mal die Aliens irgendwie ne, zur Erde bringen. So für weitere Forschungszwecke. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. So, Atmosphärenanzeige. Die Maden sind happy und plötzlich bewegen sich auch alle. Sehr aufgeweckt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwie... Ja, sicher, Madengewinnung erfolgt. Oh, okay. Die kommt sehr zielstrebig. Ja, perfekt. Die krabbelt da rein. Das sieht doch schon mal gut aus. Gotcha. What's your name? Ja, jetzt haben wir einen Brutkanister. No. Charles. Ja, du bist definitiv ein Karl-Heinz. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oder Horst. Was? He died. His mother, she never forgave me. It was my fault. I should have protected him. I should have done more. People die. Sometimes you just can't do anything about it. Lädt anscheinend noch. Ah, okay. Mir ist da nämlich ein Gedanke gekommen, gerade wo wir hier die Made extrahiert haben. Und zwar folgender Gedanke. Yes. Das hat das Ganze bestätigt. Ich muss zu dem Horst ohne Beine. Und zwar aus dem folgenden Grund. Die hatten ja auch die Maden. So, jetzt kann ich das noch zu Ende ausführen. Da war doch was, dass sie die Maden an Beinen angesetzt haben. Ja, zur medizinischen Zwecken etc. und wegen Heilung und so. Ich denke mal, wir müssen dem Typen irgendwie... ja, schau ich mal, eine Made irgendwie so an den Körper legen. Und wir können ihn damit retten und können dann abhauen eventuell. Wenn er da jetzt noch liegt, ich weiß es gar nicht, ich hoffe. Eine aufgeschwollene blaue Zunge ragt aus dem obszönen Mund heraus, Blut trieft auf den Boden, er ist ziemlich tot. Ja, dumm gelaufen. Der ist jetzt tot, den konnten wir nicht mehr retten. Aber jetzt verstehe ich nicht, müssen wir den Kanister hier... Anscheinend. Gucken, vielleicht wird er wieder lebendig. Okay, Freddy. Ach du Scheiße. Oh nee. Fuck, das Vieh kommt. Boah, was geht denn jetzt hier? Ach du Scheiße, was ist denn? Aha! Okay. Krass. It's time to go. Es wird Zeit zu gehen.
I can find you now. No time. The elevator. It's close. It's open. I did it. We did it. Krass. This baby is going to be a fighter like his mom. I can feel it. I know. Samantha. Okay. Können wir hier noch was machen jetzt? Ansonsten, nee, das war ja die Habitat. Gibt's hier noch, war das das Standard? Ja, Danny Boland, kein Bock jetzt dein Gesicht zu sehen. Wir machen einen Schuh. Tür ist offen. Ah, ich glaube es nicht. Wir können zum Aufzug. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, das Ganze. Das Vieh sind wir ja los, Samantha. Ja, krass, ey. Schön durch die Laserbarriere in zwei Teile geteilt. So, jetzt müssen wir mal die große Runde. Aber seltsamerweise sind die anderen... Aber teils seltsamerweise, hier sind wieder Kraftfelder aktiv. Oh, jetzt hoffe ich, dass der Aufzug funktioniert. Das wäre ja mal was. Und jetzt komme ich hier rein, dann ist noch ein zweites wieder. Nee, keine Ahnung. Ja? Fuck. It's coming. The baby. The baby is coming. Ah, die kriegt jetzt ihr Kind im Aufzug. Oh God, it hurts. Something is wrong. There's something wrong. Nothing is wrong. This is the way it was meant to be. Hello, Hadley. Krass. Ein gestrandetes Raumschiff und nicht auf der Erde und eine Art Forschungsstation. Ich gehe mal davon aus, dass der Mars. Ja, und das war's auch schon. Ja, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja. War jetzt auch ein zügiges Ende, aber auch eins, was nicht vorhersehbar war. Und ich finde, das war ja jetzt hier quasi, wie soll man sagen, DLC, ein kostenloses oder eine Fortführung von Stasis. Und ja, ich mochte das auf jeden Fall. Das hat mir Spaß gemacht. Das war so ein bisschen... ja, mal was anderes und ja, so Point and Click mit ein paar coolen Passagen, coole Sprüche und ein paar netten Easter Eggs, muss ich sagen, gelungen. Ja, da kann ich auch nichts mehr hinzufügen, finde ich einfach nur cool gemacht und auch diese Art von Spiel und die Aufmachung und die Anlehnung an bekannte Sachen, ja, finde ich auf jeden Fall gelungen. So, wie ihr sehen könnt, gibt es hier auch einen Kickstarter. Da hatte ich mich auch schon informiert und das ist auf jeden Fall super interessant, wenn ihr diese Art Spiele mögt und ja, sowas gerne chillig, ruhig, entspannt auch mal zockt, anstatt immer nur die ultimative Hardcore-Action der üblichen Mainstream-Spiele, dann schaut auch einfach mal da rein.
Also für mich ist das super interessant. Ja, heute, während ich das aufnehme, sind noch 13 Tage verfügbar. Da auch, ich glaube, eine Spende zu hinterlassen, wer da Interesse hat und so. Das soll jetzt auch keine Werbung oder sonst irgendwas sein. Aber ich finde, manchmal, ja, könnte man auch das ein oder andere Spiel unterstützen, wenn man absoluter Fan davon ist. Und ja, vielleicht werde ich sogar selber Brotherhood quasi den Entwickler unterstützen und da eine Kleinigkeit spenden, weil was da so an Start gehen soll, sieht für mich schon super interessant aus. Leider sind da noch so ein bisschen wenig Infos so, aber schaut einfach mal da auf der Seite vorbei. Einfach mal Show Me More drücken und werdet ihr automatisch dorthin geleitet. So. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schreibt mir da ruhig gerne was in die Kommentare, wenn ihr zwischendurch auch mal sowas auf meinem Kanal sehen wollt. Ansonsten Feedback ist immer gern gelesen von mir. Meist antworte ich auch auf die Kommentare. Also wenn ihr da irgendwelche Fragen oder irgendwas wissen wollt oder mir einfach nur Feedback zukommen lassen wollt. Ab in die Kommentare und dann passt das. Gut, dann würde ich sagen, ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich werde mal schauen, was ich so als nächstes spielen könnte. Ansonsten, ja, Forza läuft weiter, Forza Horizon 3, Blizzard Mountain auch und so. Aber das wisst ihr ja selber, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns eventuell beim nächsten Mal. Bis dann.